Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. So, damit herzlich willkommen zu Resident Evil Remastered. Ja, dieses Projekt habt jahrelange auf sich warten lassen. Und wir fangen noch direkt mit Chris an, weil, ja, ich habe Jill das letzte Mal beim Original gespielt. Und ich denke mal, es wird einfach das Beste sein, wenn wir mit Chris dafür zu machen. Jetzt im Remake sozusagen. Ist ja das Remake. Außer die PlayStation 4 Version. Haha, nee. Mit einem Messer tue ich mich mit dir nicht anlegen.
Das kannst du aber sowas von vergessen, Junge. Das kannst du sowas von vergessen. Gehen wir erstmal zurück zu Captain Wesker und Joe. Und berichten das Ganze, dass es dort einen Zombie gab. Wesker? Jill? Where did they go? Ja, eine Pistole. Das ist schon mal ganz hilfreich, wenn man die hat. Wie man sieht, hat Chris auch nur 6 Inventarplätze. Jill hat ja 8. Und deswegen werden wir uns auch direkt auf den Weg machen, ein paar unnütze Sachen einzusammeln, die wir dann hinterher ablegen müssen in die Kiste. Wird auf jeden Fall schwerer mit Chris, weil er ja nur 6 hat. Mit Jill hat man es ein bisschen leichter, weil sie 8 Inventarplätze hat und ja. Ist der Zombie jetzt noch da? Ne, ist nicht da, okay. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit man ihn ansehen kann. Ein Videorekorder. Wie oldschool. Wir spielen übrigens den Resident Evil 5 Chris. Das ist so ein Bonuskostüm für die Remaster-Version sozusagen. Oh, ja, sehr gut. Nein, Chris, nein. Ja, Magazin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich würde mal sagen, wir nehmen das hier mit. Wir nehmen beide grüne Kräuter mit, aber wir tun sie vereinigen, kombinieren. Würde ich einfach mal so behaupten. Machen wir mal. Kombinieren, jo. Erst einmal, als ich das hier gespielt habe, da ist übrigens mir passiert, dass ich es direkt genommen habe. Aber ich habe mich relativ in meinem Einzel, also ohne aufzunehmen, Durchgang mit Chill habe ich mich eigentlich ganz gut angestellt. Also von daher bin ich schon sehr freudig überrascht. Ein goldener Pfeil, jo. Wählen Sie den Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt von dem Befehl untersuchen. Ja gut, da wollen wir das doch mal machen, weil... Naja gut, prüfen ist es aber. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Pfeilspitze, ja, weil die brauchen wir ja auch. Pistolenmunition nehmen wir natürlich mit. Ich überlege auch übrigens, ob ich, überhaupt die Zombies super, ne? Weil das nimmt alles zu viel Zeit weg und ja, okay, ich dachte schon. Da ist eine Verteidigungswaffe, der Dolch. Mit Verteidigungsobjekten wie den Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner Sie packt. Sie können ihn jedoch nicht mitnehmen, wenn der Gegner Sie von Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner Sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekts L2 drücken. Er ist automatisch bei mir eingestellt, von daher. Geht das. Jetzt gehen wir direkt zum Friedhof. Und holen uns dort den dafür vorgesehenen Schlüssel, weil ich will jetzt auch kein Heil daraus machen. Ich habe dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt. Ich habe es auf dem GameCube gespielt, ich habe es auf dem GameCube auch. Ich habe es mir jetzt nicht für die Wii geholt, aber ohne so Let's Playen oder so, sondern ich habe es einfach nur für die... Ah, da ist hinten ist noch Quermunition, aber die brauchen wir jetzt nicht, weil... Ja. Wir haben noch kein Gewehr und deswegen bringt das einem auch nichts. Hier kann man übrigens auch das Gewehr halt einfach so nehmen und dann entkommen.
Weil, wenn man Captain Chris macht, wird er zerquetscht. Und das ist dann halt so eine Sache, ob man das wirklich möchte. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchung mitnehmen. So, und dann nehmen wir das und dann haben wir hier hinten den Schlüssel. In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja, natürlich. Sie haben folgendes erhalten. Schlossschlüssel. Buch der Verfluchung. Buch der Verfluchung. Die vier Masten. Eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht, eine, die nichts Böses sieht, eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier an ihrem Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Das klingt schon mal sehr furchterregend. Ein Schwertschlüssel haben wir hier. Schon mal sehr gut. Haben wir hier alles? Haben wir noch nicht alles hier? Ist hier noch irgendwas? Ja, Auge und Auge, Zahn und Zahn. Haben wir hier noch? Die Kette bewegt sich, wohin sie überführt. Ah, ich kann jetzt nichts hier finden, aber egal. Gehen wir nach oben. Jetzt habe ich natürlich schon das Problem, dass ich kein Inventar mehr Platz mehr habe. Deswegen muss ich sehen, dass ich hier irgendwo eine Kiste finde, damit ich die Farbbänder ablegen kann. Deswegen gehen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Erstmal hier durch den Gang. Ich weiß nicht, ob ich nur wegen dem Verteidigungsobjekt jetzt unbedingt das hier benutzen möchte. Auf jeden Fall, wir nehmen mal die Karte mit, weil die ist immer ganz praktisch. Mir geht es hier auch nicht darum, einen Speedrun abzuziehen. Das ist nicht meine Absicht. Sondern mir geht es einfach nur darum, das Spiel hier durchzuspielen in aller Ruhe. Und es euch zu zeigen, sozusagen. Eine Karte der Villa EG. Mitnehmen? Ah, sehr gut. Sie haben die Karte des Erdgeschosses zur Villa. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Er hat ja auch jetzt für kleinere Räume. Dürftet Chris ein bisschen Probleme bekommen, weil. Jetzt können wir das hier verschieben. Jo. Hier zum Beispiel ist auch hier ein Dolch. Haben wir zwei Dolche. Super. Hier ist es schon am Knacken. Würde mich nicht überraschen, wenn das andere Fenster gleich kaputt gehen würde, weil es schon angeknackst, wie man hier sieht. So. 45 Munition schon. So ähnlich ganz praktisch. Ist jetzt nichts Spektakuläres jetzt passiert. Mal da reingehen? Ne, gehen wir nicht rein, brauchen wir nicht. Ich meine mal, mich erinnern zu können, dass hier nichts Besonderes war. Hier ist, glaube ich, ein Farbband. Das nehmen wir auch direkt mit, weil dann haben wir schon mal vier. Das Gewehr kann ich sowieso noch nicht mitnehmen. Da brauche ich, glaube ich, auch den Rüstungsschlüssel für. Aber ich kann schon mal den Dolch mitnehmen. Haben wir dann drei. Schon mal was praktisch. Da ist das Gewehr. Das kann man alles noch nicht mitnehmen. Ne, sechs Stück haben wir dann. Ist in Ordnung. Ich glaube, in leicht bekommt man direkt sechs Farbbänder. Rein am Anfang. Meine ich mal. Oder auch sehr einfach, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach oder normal gewählt habe. Das hätten sie ein bisschen anders wissen müssen. Damit man das auch weiß. Gut, hier kann ich ja eh noch nicht weiter. Ne, da kann ich noch nicht weiter. Brauche ich Rüstungsschlüssel für. Für die meisten Objekte.
Und in diesem langen Gang, wo man ja zum Garten kommt. Nee, nee, nee. Das machen wir mal hier nicht. Da kann ich ja eh noch nicht sehr viel anrichten. So, jetzt sind wir hier im ersten Speicherraum. Oh, ein kleiner Schlüssel. Ein Mini-Schlüssel, yay. Was haben wir hier? Sonderanweisung für Entsorgung von Leichen. Ja, da brauchen wir nicht. Weil ich nicht vorhabe, die Leichen zu entsorgen. Aber die Pistolenmunition nehmen wir mit. Und wir haben nochmal einmal Pistolenmunition. Das ist schon mal sehr gut. Farbband haben wir auch noch. Sechsmal. Oder neunmal jetzt. Da bin ich ja echt am Überlegen. Ihr wisst ja, ich bin ein Ordnungsfanatiker. Deswegen. Außer die Pistole und dem Kampfmesser nehme ich. Außer die Pistole und den Schlüssel nehme ich jetzt momentan nichts mit. Weil ich eigentlich nicht vorhabe, jetzt großartig was zu verwenden. So. Kann natürlich sich auch negativ für mich auswirken, wenn ich das jetzt so mache.